In diesem Video nehmen wir die World Cup Icon SBC zu Van Persie genau unter die Lupe. Gerade auf Footbin kommt die SBC echt nicht schlecht an, aber lohnt sich diese Karte wirklich? Das schauen wir uns jetzt wie immer an. Van Persie ist ja jetzt hier keine normale Icon, sondern eine World Cup Icon, in dem Fall halt als SBC rausgebracht. Andere World Cup Icons gibt es auch auf dem Markt zu kaufen. Van Persie hat 4 Sterne Skills und 4 Sterne Weak Foot, was top ist, genau wie seine Arbeitsraten mit hoch gering. Der schnellste ist er nicht gerade mit 84, dafür sind die Schusswerte umso besser, das sieht richtig stark aus. Passend kann er auch richtig gut. Beim Dribbeln ist die Beweglichkeit und die Balance nicht ganz so gut, dafür der Rest echt wirklich stark. Seine Kopfverwerte sollten halt eigentlich echt besser sein, keine Ahnung, was sich EA dabei gedacht hat. Ansonsten ist die Stärke mit 77 jetzt auch nicht so richtig gut. Als Trades hat Van Persie noch den Außenrissschuss und auch den Flair-Trade. Beim Chemistry Style würden wir mit dem Engine gehen, um vor allem bestimmte Dribbling-Werte noch weiter zu verbessern. Auch beim Tempo bekommt er so nochmal einen Boost. Wenn du in Zukunft kein Video mehr verpassen willst, dann lass doch jetzt gerne mal ein Abo da, so kannst du uns auch weiter unterstützen. Für die SBC muss man 6 Teams abgeben, wobei du bei 2 Teams nur Bronze- und Silberspieler abgeben musst. Ansonsten brauchst du ein 83er Team, ein 84er Team, ein 86er und ein 87er Squad. Das Ganze kostet, wenn du jede Karte kaufen würdest, ungefähr 310.000, also schon eine ganz schöne Menge. Bei den ganzen Challenges bekommst du auch noch ein paar Packs, wo du insgesamt ca. 12 seltene Goldspieler rausbekommst. Mit etwas Glück bekommst du hier eine ganz gute Karte. Die SBC läuft doch relativ lange, ungefähr noch einen Monat. Schauen wir uns mal Alternativen an. Van Persie hat ja auch noch andere Icon-Versionen, wie zum Beispiel seine mittlere Variante für nur 100.000. Die ist echt deutlich günstiger, an sich natürlich ähnlich, aber bei den Werten schon etwas schwächer, auch die Arbeitsraten sind nicht ganz so gut. Dann hat Van Persie aber auch noch eine Baby-Variante für 170.000, auch die ist noch deutlich günstiger. Der ist teilweise echt schon besser, ist nämlich schneller als die World Cup-Version und kann teilweise auch besser dribbeln. Beim Schuss ist der halt nicht ganz so gut. Eine andere Icon, aber auch aus Holland, ist Bergkamp für 160.000, die mittlere Version. Der ist halt von den Werten auch super ähnlich. Und dann haben wir noch Morientes rausgesucht. Der hat ja auch vor kurzem eine World Cup Hero SBC bekommen. Die kostet nur 170.000, also auch deutlich weniger. Und so viel schlechter ist der jetzt echt nicht. Auch von der Linkbarkeit ist der ja ähnlich, wenn nicht sogar besser. Die Footbin Community stimmt hier relativ klar für Machen ab, mit nämlich 73%. Wobei sich auch hier einige in den Kommentaren wundern, warum die SBC so viele Likes hat. Unsere Discord-Community tendiert hier eher Richtung Lassen. Also, sollte man die SBC eher machen oder lassen? Die SBC ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Das ist eine coole Karte mit echt richtig starken Schusswerten. Allerdings ist hier der Preis nicht ganz nachvollziehbar. Es gibt die ähnliche Mid-Version der Icon für 100.000 auf dem Markt. Die Baby-Variante ist fast noch besser und auch richtig günstig. Bei den Versionen ist halt auch noch der Vorteil, dass du sie wieder verkaufen könntest, wenn dir die Karte nicht gefällt, anders als die SBC. Die Karte ist wie gesagt wirklich nicht schlecht, wir würden hier aber aufgrund der anderen Versionen mit besseren Preisen und teilweise besseren Werten eher lassen sagen. Auch in Morientes ist zum Beispiel deutlich günstiger und nicht viel schwächer. Spätestens wenn Van Persies Prime-Variante zu ziehen und auf dem Markt ist, lohnt sich die SBC wirklich nicht mehr. Die Prime-Variante ist in jedem Set eins besser und wird auch nicht so teuer sein. Was ist deine Meinung? Schließt du die SBC ab? Schreib uns das gerne mal in die Kommentare. Lass gerne noch ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video.